Was ist los in Bautzen? Das fragt sich mittlerweile nicht nur die Bautzer Bevölkerung, das fragt sich inzwischen ganz Sachsen, das fragt sich ganz Deutschland. Wir wollen diese Frage weitergeben an den obersten Bautzner, an Alexander Arendt. Der ist der Oberbürgermeister der Lausitz-Metropole seit einem Jahr im Amt und jetzt ist er bei uns. Herr Arendt, guten Abend. Schönen guten Abend. Was ist los in Ihrer Stadt? Ja, wenn Sie das so konkret fragen, wir hatten seit einigen Wochen Probleme mit einer kleinen Gruppe von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die hier auf dem Kornmarkt, von den Bautznern die Platte genannt, insbesondere in den Abendstunden regelmäßig Leute angepöbelt haben, auch Beleidigungen geäußert haben. Es gab auch ein Körperverletzungsdelikt. Wir hatten uns mit der Polizei und mit dem Gemeindevollzugsdienst zusammengesetzt, gemeinsame Streifen beschlossen, eine Verstärkung der Streifen. Wollten Streetworker hinschicken, haben aber auch darüber nachgedacht, ob wir die 4-5 Redelsführer innerhalb dieser 15- bis 20-köpfigen Gruppe innerhalb des Landkreises auch woanders unterbringen. Und diese Maßnahmen hätten garantiert auch zum Erfolg geführt. Nur war das Problem auch in den sozialen Netzwerken bekannt und offenkundig hat sich eine große Gruppe von gewaltbereiten, wahrscheinlich rechtsextremen hier eingefunden, um diese jungen Männer dann eben noch zusätzlich zu provozieren. Und so 16-, 17-Jährige, die eh in einer problematischen Situation sind, lassen sich natürlich nicht lange bitten, wenn man sie provoziert. Die haben dann tatsächlich von sich aus angefangen, mit Flaschen zu schmeißen. Und das war dann der Startschuss für die Asylbewerber. Ja, die Asylbewerber. Das war dann der Startschuss für die, ich sag's mal, kleine Gewaltorgie, die wir dann hier in der Stadt hatten. Nun gibt's die Probleme, also wir haben mit sehr vielen Anwohnern gesprochen, mit sehr viel Bautzern, den ganzen Tag hier unterwegs gewesen, Stimmen gesammelt. Nun gibt's die Probleme ja schon seit April, Mai, seit das Wetter so ist, dass man draußen unterwegs sein kann. Das ist ja über ein halbes Jahr, das ist eigentlich viel Zeit, um zu reagieren. Warum ist denn nichts passiert? Sie sagen selber, Sie haben mit der Polizei zusammengesessen, mit dem Gemeindevollzugsdienst und haben überlegt, auch die Redelsführer, die jetzt weggebracht wurden in andere Unterkünfte, damals schon zu verlegen. Warum ist das nicht passiert? Das kann ich Ihnen konkret sagen. Uns haben die Nachrichten, dass hier am Kornmarkt die Sache sozusagen weiter eskaliert, haben uns die Nachrichten im Rathaus vor 2 bis 3 Wochen in Form von Bürgeranfragen erreicht oder Mitteilungen der Bürger. Aber mit Verlaub, die Anwohner hier sagen, die Geschäftsleute, das geht seit Monaten und sie hätten sich seit Monaten beschwert und nichts sei passiert. Also bei mir hat sich keiner beschwert. Die Beschwerden haben mich tatsächlich nicht erreicht bis dahin. Ich habe eine Bürgersprechstunde jede Woche. Jeder hier in Bautzen weiß, dass ich jederzeit ansprechbar bin. Und als es mich erreicht hat, habe ich dann, wie gesagt, auch sofort gehandelt und habe gesagt, was können wir tatsächlich dafür tun, dass das aufhört. Das reicht ja nicht, sowas zur Kenntnis zu nehmen, sondern man muss eine Lösung finden. Und die haben wir angeschoben und ich bin mir sicher, dass die auch Erfolg gehabt hätte, diese Lösung. Wie geht es jetzt konkret weiter, nachdem das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist und Bautzen wieder in den Schlagzeilen ist? Genau. Weil da nichts macht. Ja, können Sie ganz kurz warten, bis wir mit dem Gespräch zu Ende sind, dann sind Sie dran, okay? Nee, die haben doch sogar ein Schreiben gekriegt vom Best-Western-Hotel Bautzen. Ein Hotel? Eben, ne? Der Herr es wird mal Klartext geredet. Ja, mach ich. Sie sehen, dass die Stimmung hier in Bautzen natürlich ziemlich aufgeheizt ist. Klartext geredet. Ja. Es geht nicht, dass es sowas gibt. No, ja, ist so, es geht nicht. Klartext ist nicht. Nein. Der Chef vom Westen. Sie, wir haben Sie als Bürgermeister gewählt. Sie haben mich gewählt. Schön, können wir trotzdem das Gespräch zu Ende führen? Und im MDR steht drin, von wegen gestern waren ja 80 Rechtsradikale gewesen. Am Arsch der Welt, das waren normale Bürger, wie auch damals. Und ihr fangt jetzt an mit Rechtsradikalen. Bloß weil ihr die ganzen kleinen Neger hier reinholt. Wir brechen das mal kurz ab. Die so traumatisiert sind, dass sie unsere Das mal kurz ab. Die so traumatisiert sind, dass sie unsere